Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tag und zu einem neuen Essen. Ja, ganz schnell. Es gibt Smash Potatoes mit Paprika und Feta überbacken. Hier sind meine Gewürze, Chili, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Dann braucht ihr noch zwei Bleche und Topf halt zum Kochen, Honig habe ich auch. So, wie folgt. Ich koche die Kartoffeln, gieße sie danach ab, wenn sie fertig sind, haue sie aufs Backblech drauf, zerdrück die hiermit. Dann Pfeffer, Salz, voll Power. Da könnt ihr richtig gut Gewürze dran machen. Ein bisschen Öl drüber, ab im Backofen. Ich glaube 40 Minuten, 200 Grad, 220 Grad, könnt ihr gucken. Dann die Paprika, die entkerne ich. Packt die auch später auf dem Backblech, würzt die auch, Salz, Pfeffer, wie ihr möchtet. Packt die dann auch dazu im Backofen, die brauchen nicht so lange, deswegen schön versetzt machen. Ne? Ich glaube, die brauchen nur 10 Minuten, also mach mal 10 Minuten rein. Dann hole ich die raus, pack da den Feta-Käse drauf, pack die wieder rein, Honig drüber und lecker, das zeige ich euch im Schnellverfahren. Wir hören uns gleich. So, mein Essen ist fertig. Smash Potatoes mit Paprika, Feta-Käse und Honig überbacken. Ein bisschen hier so ein Sauerrahm und meine scharfe Paste. Super einfach zu machen. Schnelle sind nicht, weil es dauert halt lange Kartoffeln zu machen und dann noch die Kartoffeln im Backofen. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Aber wenn es fertig ist, ist es echt gut. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit. Hi Leute, ein neuer Tag im Fitnessstudio. Ich habe gerade 30 Minuten Stairmaster gemacht. Ja, Intervall war gut, tat gut. Ich brauche das. Ich brauche definitiv Cardio-Einheiten. Wenn ich nur Krafttraining mache, dann werde ich bescheuert. Hat alles seinen Zweck garantiert, aber ich brauche diese Auspowerung und die hole ich mir halt gut durchs Cardio. Hoffentlich bald wieder joggen, wie oft ich das schon erwähnt habe, kotzt mich schon selber an, aber ich sage es halt immer wieder. Ich laufe am liebsten, aber geht halt einfach nicht. So, weiter mit dem Training. So. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Kennt ihr das? So eine Rüttelplatte. Ab wieder in meiner stillen Ecke. Das ist lustig. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie was bringt oder vielleicht kann einer von euch mir das sagen, wofür, ob das Ding gut ist oder ob das für mich, fürs Training gut ist. Naja, ich habe es einfach mal ausprobiert. War lustig, war interessant. Jetzt mache ich noch was für den Bauch und das Wasser von mir aus dem Fitnessstudio heute. Wir hören uns das nächste Mal. Guten Morgen Leute, ich bin wieder im Fitnessstudio. Ich starte mit
den Stairmaster heute. Motivation gleich null. Also wirklich, ich habe heute gar keinen Bock. Irgendwie bin ich müde und will eigentlich nicht, aber ich bin da. Und da dachte ich mir, um wach zu werden, haue ich mal direkt eine Cardio-Einheit rein. Das Stairmaster ist dafür immer sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so weiter im Fitnessstudio läuft. Ja. Los geht's. Den ersten Hügel habe ich geschafft. Jetzt geht es nur noch bergauf. Schweißtreibende Sache. 30 Minuten ist der Master erledigt. Boah, bin ich am Schwitzen, seht ihr das? Nee, geht hier so nicht, aber auf jeden Fall viel. Erstmal das Gerät von oben bis unten putzen, weil bei mir weiß ich da dadurch voll. Und los geht's, weiter. Fertig mit dem Sport. Ja, Bauch habe ich gemacht. Eigentlich wollte ich ein paar andere Übungen machen, aber leider war es ein bisschen voller und da konnte ich das nicht, weil dann belegen die das immer schön, dann quasseln die da immer rum und kommen einfach nicht in die Pötte, ihr Training fertig zu machen. Und deswegen gab es die Übungen, die ihr jetzt gesehen habt. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Das war für mich eine gute Alternative. Alles klar, das war's sportlich. Ciao. Hi Leute. Schnelles Essen, mal was ganz anderes. Es ist Kürbis. Time. Den fülle ich mit Hackfleisch. Zeige ich euch. Jetzt. So Leute, Mittagessen ist fertig. Ganz einfach. Kürbis aufschneiden, aushöhlen, bisschen Öl rein, salzen. Hackmasse fertig machen, wie jede Art, wie man eine Frikadelle macht. Ne? Ei rein habe ich heute, habt ihr ja auch gesehen, ne? Würzen wie ihr möchtet. Einfach da rein, ab im Ofen. 160, 170 Grad, bestimmt 40 Minuten. Danach könnt ihr eine Alufolie oben drauf machen, dass das Hackfleisch oben nicht so dunkel wird. Und dann haut er den Ofen auf 220 Grad, 250 von mir aus. Also eine gute Stunde muss das auf jeden Fall, sonst wird der Kürbis in der Mitte nicht so weich. Ja, ansonsten ist das halt mein Mittagessen. Ist ganz lecker, guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Hi! Ja, die Woche ist wieder rum. War eine gute Trainingswoche, viel Cardio mit dabei gewesen, ein neues Gerät, die Rüttelplatte ausprobiert. Ja, ich habe es auch nur einmal bisher gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Kann sein, wenn man mal so denkt, ach komm, probieren wir mal aus. Es ging schon gut auf die Beine auch. War halt mal wieder ein anderes Gefühl. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meiner Woche. Essenstechnisch war auch alles soweit okay. Der eine oder andere Naschi mehr war dabei. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Irgendwie manchmal ist das halt so. Ne? Dann sitzt man auf der Couch und denkt, boah, weißt du was, knabber doch mal ein bisschen. Was habe ich dann auch gemacht, ist aber alles halb so wild. Ja. Mehr ist die Woche eigentlich gar nicht so passiert. Viel Sport halt. Hm? So. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Ich bedanke mich bei jedem neuen Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr weiterguckt und weiter abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Fizzle. Ciao.